Ukulele-Häppchen Nummer 28. Was ist eigentlich Travis Picking? Tja, am besten spiele ich es erstmal vor. Herzlich willkommen bei Ukulele Unlimited, dem ersten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Kläumer-Ukulele. Heute kein Kläumer. Heute gibt es ein Ukulele-Häppchen. Es ist Freitagnachmittag. Ich möchte, dass du ein bisschen was zu üben hast, dass du geschmeidig in dein Ukulele-Wochenende hineingleiten kannst. Genau. Und heute möchte ich mich mal mit dem Thema Travis Picking beschäftigen, man kann auch sagen Folk Fingerpicking. Es ist etwas, was man so aus der Country- und Folkmusik kennt. Du wirst bald eine Idee davon haben, was damit gemeint ist. Für meine Patrons gibt's wie immer oder wie fast immer Tabs zu diesem Tutorial. Einfach in der Beschreibung unten auf den Link drücken und dann kommt ihr dahin, wer Patron werden will oder überhaupt wissen will, was das ist, auch auf den Link drücken und dann kommen die entsprechenden Infos. Und jetzt legen wir los. Also, Travis Picking, du hast es im Intro gehört, ist einfach eine Art, Akkordtöne mit einzelnen Fingern anzuschlagen. Also es ist eine Art des Fingerseilspiels. Die linke Hand greift einfach Akkorde. Also ich spreche jetzt über die ganz einfache Form des Travis Pickings. Die linke Hand spielt einfach Akkorde und die rechte zerlegt die in einzelne Picking-Patterns, also in so Zupfmuster. Und diese Zupfmuster bei dem Travis Picking oder Folk-Finger-Picking haben alle eins gemeinsam. Der Daumen hüpft schön hinterher. Hin und her natürlich. Ich habe hier eine High-G-Ukulele, wie wahrscheinlich die meisten von euch oder viele. Und deswegen fange ich auf der dritten Seite an. Zumindest wenn ich C-Dur picken will, weil das der Ton, der Grundton ist. Und hüpfe einfach hier zwischen 3 und 4 hin und her. Bei Low-G-Ukulelen kann es sein, dass es in manchen Situationen vielleicht besser ist, zwischen 4 und 3 zu hüpfen. Aber würde mich jetzt zu weit führen. Ich möchte mich auf die High-G-Ukulele konzentrieren. Und am besten machen wir mal ein paar kleine Vorübungen. Wenn du übrigens noch gar keine Idee hast, wie dieses Fingeranschlag-Ding hier, also der Fingerstyle, funktioniert, würde ich dir vielleicht empfehlen, mal hier oben drauf zu drücken. Da findest du ein Tutorial von mir, wo ich ganz ausführlich von Anfang an Schritt für Schritt erkläre, wie man mit einzelnen Fingern am besten, technisch sauber und so, dass es gut klingt, die einzelnen Saiten anzupft. Aber jetzt zurück zum Travis Picking. Als allererstes legen wir den Mittelfinger auf die erste Saite, den Zeigefinger auf die zweite und die bieten uns bei den ersten Übungen ein bisschen Halt. Der Daumen muss zwischen dritter und vierter Saite hin und her. Und das muss man wirklich sicher beherrschen. Im Gegensatz zum Daumenanschlag beim Melodiespiel, wo man so hinlangt und der Daumen kommt nach dem Anschlag dann auf der nächsten Saite zum Liegen, muss man diese Bewegung in der Luft ausführen. Es ist so eine Art kreisförmige Anschlagbewegung. Man muss die Saite so aus der Luft treffen und hinterher geht der Daumen auch gleich wieder zurück nach oben. Und da haben wir so eine kreisförmige Bewegung. Und das musst du mal machen. Lass bitte während der ersten Übungsphase Zeige- und Mittelfinger auf den Saiten 1 und 2 ruhen, damit du Ruhe in die Hand kriegst. Was nicht gut wäre, wäre, wenn man so Zupfbewegungen hier erzeugt. Der Handrücken soll möglichst unbewegt bleiben. Etwas so. Wenn du das gut kannst, dann würde ich sagen, dann lassen wir mal den Mittelfinger hier liegen und schlagen zwischen jedem Daumenanschlag mit dem Zeigefinger die Saite 2 an. In den Tabs siehst du das ganz genau, aber auch hier in der Kursaufnahme kannst du es gut verfolgen. Daumen hüpft, der
Zeigefinger schlägt nur die zweite Seite an. Und wenn du das gut kannst, dann können wir den Mittelfinger zum Einsatz bringen. Jetzt stützen wir uns nicht mehr ab. Jetzt ist die Hand in der Luft. Jetzt haben wir genug Übung. Wir greifen mal C-Dur. Und jetzt heißt es Daumen, Mittel, Daumen, Mittel. Daumen, Mittel, Daumen, Mittel. Und jetzt kombinieren wir das. Daumen, Zeige, Daumen, Mittel. Daumen, Zeige, Daumen, Mittel. Daumen, Zeige, Daumen, Mittel. Daumen, Zeige, Daumen, Mittel. Das musst du wirklich ganz sicher und locker beherrschen, bevor du mit der nächsten Übung weitermachst. Die geht andersrum. Daumen, Mittel, Daumen, Zeige. Daumen, Mittel, Daumen, Zeige. Spiel mal mit. Du siehst, der Daumen geht immer zwischen 3 und 4 hin und her. Und dann halt Daumen, Mittel, Daumen, Mittel, Daumen, Zeige, Daumen, Mittel, Daumen, Zeige. Und wenn du all diese Vorübungen beherrschst, dann können wir Picking Pattern Nummer 1 angehen. Ich habe das halt mal für mich jetzt so festgelegt. Und das funktioniert so. Der erste Daumenanschlag ist eine Viertelnote. 1. Und dann haben wir 2 und. Also Daumen und Daumenzeige. Daumen und Daumenzeige. Das sind die ersten beiden Schläge im Takt. Schlag 3 ist dann Daumen, Mittel, Daumen. Daumen, Mittel, Daumen. Zusammen klingt es dann so. 1, 2 und 3 und 4. 1, 2 und 3 und 4. Daumen, Daumen, Zeige, Daumen, Mittel, Daumen. Daumen. Daumen, Zeige, Daumen, Mittel, Daumen. Das ist anstrengend, gleichzeitig zu quatschen und zu spielen. Nochmal langsam. 1, 2 und 3 und 4. 1, 2 und 3 und 4. 1, 2 und 3 und 4. Ja, und mit ein bisschen mehr Tempo klingt es dann so. Bisschen mehr, noch ein bisschen schneller. Und das kannst du jetzt hernehmen und einfach mit anderen Akkorden spielen. Greif doch mal G-Dur und die rechte Hand macht dasselbe. Oder meinetwegen F-Dur. Übt es ruhig mal durch alle Akkorde durch, die du kannst oder die dir so einfallen. Und dann kann man dazu prima einfach Lieder begleiten. Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit, ja, nehmen wir doch einfach mal Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail?
und so weiter. Ja, und das ist doch eigentlich eine schöne Art der Liedbegleitung. In den nächsten Häppchen will ich dir noch weitere Picking-Patterns zeigen. Aber jetzt möchte ich dir erst nochmal zum Vergleich vorspielen, wie es mit Fingerpicks klingt. Im letzten Häppchen hier oben, kannst du vielleicht nochmal draufdrücken, habe ich das ja erklärt, was das mit den Fingerpicks hier so auf sich hat. Und nur mal zum Vergleich, dasselbe Picking-Pattern mit Fingerpicks. Ist schon ein Unterschied, letztlich Geschmackssache, aber zumindest hat man mit den Fingerpicks mehr Lautstärke. Gut, nächsten Freitag, wie gesagt, ein weiteres Picking-Pattern in diesem Travis-Picking-Style. Wenn du nicht bis dahin warten willst und mit diesen Grundlagen schon längst fertig bist, dann kannst du mal oben hier draufdrücken. Da kommst du zur Playlist mit allen Ukulele-Häppchen, die bisher so erschienen sind. Und da kannst du dann mal gucken, ob was für dich dabei ist. Übrigens, wenn du ein bisschen mehr Zeit brauchst, um in diese Picking-Welt so reinzukommen, dann vielleicht mal einen Klick nach oben, denn da habe ich auch mal ein ganz ausführliches, langes Tutorial gemacht, in dem ich diese Grundlagen des Fingerpickings erkläre. Vielleicht hast du ja Zeit und Lust, da mal hinzuschauen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Freue mich schon.